Guten Morgen. Ich verneige mich. Liebes Publikum. Und jetzt passiert es, ich mache unseren ersten grünen Smoothie. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, wenn ich den selber mache. Ich habe mal einen gekauft probiert und der war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Conny und ich versuchen uns ja immer gesünder zu ernähren. Das klappt leider noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Und wir verzeihen uns auch kleine Ausreißer nach unten und nach oben. Wie man sehen kann, essen wir gerne, wir sind einfach Genussmenschen und da passiert es halt doch nochmal, dass man das eine oder andere, wo man genau weiß, es ist eigentlich eher ungesund, dann doch zu sich nimmt. Aber die Geschichte mit den Smoothies habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen, aber eher so in Richtung Obstsmoothies und jetzt probiere ich das Ganze mal mit Spinat aus. Ich weiß noch nicht, wie es wird. So soll es sein. Ich habe gerade gesagt, ich probiere es jetzt aus. Grüner Smoothie zum Frühstück. Ja, und Haferflocken hast du schon. Gott sei Dank. Dann kann ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da alles reinkommt. Kann ich ja erst wach werden. Die Lotti weiß vielleicht Bescheid. Also ich mache da jetzt auf jeden Fall Spinat und Obst rein und dann gucken wir mal. Also, um gegen den Krach anzusprechen, da ist jetzt Banane drin, da ist Pfirsich drin und wir machen jetzt noch Spinat rein und gleich Wasser. Da ist kein Pfirsich drin, da was ist Aprikose ist drin. Aprikose. Ah. Grün halt. Jetzt kommt auch Wasser rein. Wasser? Ja, sicher kommt da Wasser rein. Und da das Wasser in Wuppertal so groß ist, können wir natürlich hier Leitungswasser reintun. Hm. Auf den grünen. Ey! Auf den grünen Smoothie. Auf den grünen Tag. Auf den grünen Tag. Prost. Also besser als befürchtet. Schmeckt nicht viel nach Spinat. Aber Spinat ist definitiv drin. Schmeckt mehr nach Aprikose. Also, wie gesagt, hätte der gekaufte grüne Smoothie, grüne Saft, den ich damals getrunken hätte, so geschmeckt, dann wäre ich ein totaler Fan davon. Selbstgemachte Sachen sind immer besser. Ist sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Stößchen. Also muss sagen, der schmeckt besser als gedacht. Also, selbst gemacht, echt lecker. Obst, einfach nur Wasser, Spinat, super. Und jetzt bin ich gleich wie Popeye, wachsen mir hier die Muskeln wahrscheinlich. Also jetzt habe ich gleich ein Skype-Gespräch mit dem Florian, Heck. Florian Heck, der dieses Event veranstaltet, kein Startup-Event in Frankfurt, wo ich am 29.10. bei dem ersten Event mit dabei sein werde als Keynote-Speaker. Ich werde über das Thema Veränderung sprechen. Es wird kein reiner Motivations-Talk werden, sondern es geht auch darum, dass ich aus meiner 17-jährigen Erfahrung als Selbstständige berichte. Ich war immer schon Solopreneur, wenn das so möchte. Ich war immer Einzelunternehmer. Und ich musste mich immer auf die Rahmenbedingungen, auf meine Kunden und auf die Wirtschaft anpassen. Und darüber werde ich sprechen. Telefonat ist super gelaufen. War jetzt dann doch per Hangout und nicht per Skype. Wir hatten erst ein paar technische Schwierigkeiten. Auf jeden Fall das Date am 29.10. in Frankfurt steht. Julian ist ein total netter Typ.
Hat einen super Podcast, werde ich hier nachher auch nochmal unten verlinken. Also bitte da auch mal reinschauen. Macht auf jeden Fall Spaß und den Krach, den ihr hört. Ich liebe es, bei dem Wetter draußen zu sitzen. Aber ist halt der Nachteil, ne? Ich habe gleich auch noch den Auftrag. Mein trainingsfreier Tag heute bedeutet Gartenarbeit, nämlich Rasenmähen. Aber ist auch okay. Wir werden noch mal ein paar andere Muskelpartien beansprucht und betätigt. Und heute ist echt ein traumhaft schöner Tag. Und ich finde das so geil, dass ich heute von zu Hause aus arbeite. Der Rasen muss gemäht werden. Oh, was ist denn da los? Da haben die gestern gebuddelt. Das geht nicht. Ja, aber dann sagt der Lola das. Und kurz davor haben sie sich gemeldet irgendwo. Vielleicht wollten sie den toten Regenbogen begraben. Wahrscheinlich. Jetzt geht's daran, den Rasen zu machen. Muss halt auch mal gemacht werden. Sieht schon wieder aus wie Kraut und Rüben. Liegt aber daran, weil es hier im Wuppertal diesen Sommer so unendlich viel geregnet hat. Wahrscheinlich auch in anderen Teilen Deutschlands. Aber hier, das sprießt wie Kraut und Rüben. Conny geht jetzt mit den Hunden. Ich kümmere mich um den Garten. Auftrag erledigt. Mir ist jetzt ein bisschen warm und jetzt gibt es erstmal Wassermelonsaft. Zum Wohl. Ja, also unsere Tage laufen immer sehr unterschiedlich ab. Das ist einfach der Vorteil, wenn man so arbeitet wie wir. Das ist allerdings nicht was für jeden. Also das muss man halt auch sagen. Wenn ich davon spreche, verwirkliche deine Träume, heißt das nicht immer automatisch, dass ich sage, jeder muss sich selbstständig machen, jeder muss als Solopreneur, als Entrepreneur oder wie man sie auch immer nennen mag, durch die Welt laufen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ich habe schon mal angesprochen, ich habe ganz am Anfang, als wir hier auf YouTube waren, mal ein Video gemacht zum Thema Finde deine Leidenschaft. Und da habe ich dann auch die Rückmeldung gekriegt, dass das sehr inspirierend ist, aber dennoch auch einen gewissen Grad Druck erzeugt. Und genau das möchte ich ja halt nicht. Ich möchte ja einfach eine Erleichterung. Also du solltest dir klar werden, was du willst und nicht, was andere wollen. Du solltest dir überlegen, was dein Lebenskonzept ist und nicht ein Lebenskonzept eines anderen adaptieren. Also mach dich mal frei davon, dass wir alle in eine bestimmte Richtung laufen müssen. Leben sind unterschiedlich. Und ich finde, unser Leben gleicht immer einer Reise. Du entscheidest dich, in welche Richtung es geht. Du entscheidest dich, welches Verkehrsmittel du nimmst, indem du dir überlegst, will ich schnell oder langsam ankommen? Will ich noch was anderes sehen oder bin ich so ganz straight und nur in eine Richtung laufend? Das ist deine Entscheidung. Gestern habe ich doch tatsächlich Pflaumen geschenkt bekommen. Einen ganz großen Sack und jetzt geht es darum, die Pflaumen zu verarbeiten. Conny hat sich Pflaumenkuchen gewünscht. Den mache ich jetzt erstmal und dann gibt es auch noch Pflaumenmus. Ich finde das immer ganz toll, wenn man so Sachen verarbeiten kann, die so aus der nächsten Nähe kommen. Raumschiff Enterprise, was ja, du gerade nachgemacht gut. hast. Auch gut. Sehr behende. Ja, so bin ich halt, so kennst du mich. Das stimmt. Die Ecke hier oben. Aber schmeckt auch profimäßig. Lecker. Und jetzt gibt es das Pflaumenmus bzw. die Pflaumenmarmelade.
Flaummarmelade eingekocht. Und jetzt gibt's ein kurzes Päuschen.